Recht herzlich willkommen zur 183. Folge von Simotrans. Ja, wir sind jetzt hier auf lauter Sonnenwendgasse. Da sind wir. Und es geht um wahrscheinlich sogar diesen Zug, der hier gerade fährt. Sonderhausen-Lauter, genau der ist das. Und der soll uns die Passagiere ja hin und her fahren, die allerdings gerade nur mit 22 unterwegs sind. Wir hatten ja letztes Mal den letzten Zug, die S-Bahn Lauter, gemacht. Die war ja top. Oder top, ja, müssen wir weiter bestimmt beobachten. Das Entscheidende ist, dass das auf jeden Fall hier so ist. Und jetzt geht es erstmal darum, dass wir natürlich den Hauptzug, der jetzt von hier aus bis nach Floto fährt, glaube, der nimmt natürlich die Passagiere hier raus, ne? Für den wir gerade hatten, oder? Wer kommt da jetzt an? Das ist die Vierstädtebahn. Die ist natürlich jetzt so, dass die hier die Passagiere noch befördert. Und ich würde jetzt sagen, wir machen mal hier bei dem zum Beispiel nicht laden und schicken den erstmal ins Depot und gucken dann weiter, weil er hier unten ja viel zu wenig Fahrgäste hat. Der würde ja auf Dauer das nicht finanziell schaffen. Dafür müssen wir andere rausnehmen, zum Beispiel den hier. Den nehmen wir jetzt und lassen den zum Depot fahren. Das ist ja sogar tatsächlich hier. So, und dann gucken wir weiter. Da kommt der nächste, bestimmt auch für die Vier-Städte-Tour. Den schicken wir auch runter. Das hat alles anders jetzt keinen Sinn. Wir müssen das so machen, wie ich mir das gerade gedacht habe. Wir haben natürlich einen Sonderzug, der da die große Strecke fährt. Aber diese kleinen müssen wir jetzt erstmal runternehmen, ne? So, der fährt auch zum Depot. Und dann gucken wir weiter. So, jetzt ist nur die Frage, die fahren bestimmt nicht einzeln, ne? Weil die kennen ja den großen Zug und dann fahren die auch mit dem großen, der da jetzt gleich kommen wird. 352 Passagiere. Jetzt ist die Frage, was passiert hier in Sonderhausen? Was nimmt der mit? Der ist voll geladen und es sind noch genug über, die auch nach Waldeck noch wollen. Und hier unten auch nochmal Waldeck wollen. Die 254, die sind noch nicht befördert. Das ist jetzt die Frage, was man da macht, ne? Fährt man von hier nach Sonderhausen, erster Bahnhof, dann die Stadtbahn. Und von der zweiten Haltestelle in Sonderhausen fährt man dann nicht nach Floto. Das ist die Frage, dass man da unterbricht. Fahren hier nach Sonderhausen und er ist mit 12 unterwegs. Die 56 hätten jetzt mitfahren müssen. Fahren sie aber nicht. Weil der große Zug da anhält. Das würde bedeuten, wir können die Linie hier, die Vier-Städte-Linie auch mal ändern. Und machen das ganz einfach so, dass wir diese Linie ändern, indem wir einige Haltestellen erstmal rausnehmen. Das ist der Hirschweg. Den können wir ja schon mal rausnehmen, den Hirschweg, ne? Da braucht er nicht hinfahren, da fährt ein anderer lang. So, er soll aber zum Rosenweg, weil da ist der Hauptumsteig vom Dingens, sag schon. Hier von der ICE-Linie, der Schnellzuglinie. Da soll er hin. Soll auch nach Floto fahren. Hirschweg hier unten nochmal raus. Da soll der nicht hinfahren. Nach Lauter kann er hinfahren. Sonderhausen, Rosenweg, Floto soll er hinfahren. Waldeck, Karl Marx. Wo ist denn das? Das ist, da soll er nicht hinfahren. Da muss der große Zug nicht hinfahren, denke ich. Das sollten wir den wegnehmen. So, das verbindet er jetzt die drei Linien. Das lassen wir mal so für den Großen. So, die nehmen wir mal runter.
So, der ist noch da drauf dann. Von der Linie erstmal weg. Aus dem Depot raus. So, und da haben wir noch diese Züge. Wo fährt er jetzt hin? Er fährt gerade von da unten hoch. Und er fährt wohin? Er fährt gerade runter. Er fährt aber nicht mehr an den Hirschweg ran, ne? Den haben wir ja schon rausgenommen, oder? Ja, der fährt durch. Dann würde ich sagen, der lädt da auch nicht mehr. Und der wird dann ausgemustert. So, der sollte jetzt hier durchfahren. Macht er auch. Und dann ist er erstmal aus dem Rennen. So, er hat nämlich jetzt hier Sonderhausen-Lauter, hat gar keine Fahrgäste gerade mehr. Jetzt hat er 11. Das sind die Leute, die nachher hier Straße fahren, ne? Wo ist er jetzt? So, jetzt wartet er auf den Gegenverkehr hier, der da auch schon kommt. Dann kriegen wir das schon hin, denke ich. Und wo steht er? Er ist auf jeden Fall voll, ne? Er fährt auch ganz nach unten durch. Da müssen wir auch noch die Linie doppelt ausbauen, vielleicht. Dass die nicht so lange in der Weiche stehen da. Macht Sinn, ne? Allerdings, wenn wir hier die Fahrzeuge runternehmen, werden sie auch weniger, dann wird sie auch besser. So, er fährt jetzt ins Depot. Wenn ich ihm das sage. So ist es. Und dann war es das. Der ist dann raus. Das war der. Den nehmen wir auch von der Gleise. Dann ist das gut. Dann haben wir nur noch den jetzt hier am Laufen, der aber gerade nach Norden fährt. Gut. So, jetzt haben wir ihn hier mit 24 Fahrgästen. Er fährt jetzt diese kurzen Stücke und er hier macht die großen Geschichten hier, ne? So, den haben wir da oben, ja. Der ist wieder wahrscheinlich voll, ne? Genau so ist es. Ja. Das klappt soweit. Das ist schon eher hier. Okay. So, er ist ja Sonderhausen-Lauter. Passt schon. Ja, dann haben wir das erstmal soweit. Hirschweg sind jetzt 35 Leute. Es werden ein paar mehr. Sind es gerade geworden, okay. Also das müssen wir noch weiter angucken. Wir gehen jetzt aber erstmal weiter hoch und schauen uns die Strecke der S-Bahn an, die wahrscheinlich hier gerade fährt. S-Bahn Sonderhausen, genau. Wie sieht's bei dem aus? 37 sind da drinne. Und fährt gerade wohin? Nach dem Hirschweg. Und nimmt gar keinen mit zurück. Gibt's denn da Fahrgäste, die jetzt da kommen mit dem Bus? Ja, 9 zum Rosenweg. Ist die Frage, was mit dem ist hier. Sich das rechnet. Wahrscheinlich nicht. Die S-Bahn ist schwierig. Drei Fahrgäste.
Ja, muss man mal gucken, wie das wird. Sonnenwindgasse ist hier und er ist da mit 22, kommt gerade an. Er mit 3 ist noch schlechter. Der große Zug nimmt sie alle weg. Was haben wir hier denn noch für einen? Das ist ja noch ein anderer, ne? Sonderhausen Floto fährt er an. Den müssen wir definitiv killen. Würde ich sagen. Nicht mehr laden. Und dann kommt er raus aus dem Rennen. Weil sonst dann wird dieser hier auch voll. Weil der das ja schon übernimmt. Der klaut der S-Bahn die Person. Der hat jetzt hier die 23, ne? So. Er ist bestimmt voll, ne? Ja. Fährt jetzt nach Sonnenwendgasse, okay. Was wir mit dem machen, weiß ich noch nicht. Aber erstmal die anderen geregelt kriegen. Das ist auch keine Regionalbahn mehr. Das wäre eher... Also der Vierstädtebahn ist auch nicht mehr Vierstädtebahn. Das müssen wir dann auch ändern. Ist eher ein Regionalexpress mehr dann. So. Was macht er? Er macht 19. Ist aber hier auch gleich schon im Minus. So, er ist jetzt leer und fährt jetzt zum Depot. Ist damit aus dem Rennen. Da war ja nur einer drauf, oder? Ja, das war er. Kann man auch hier... so machen, ne? Dann ist er auch weg. So, er ist jetzt hier mit 104 Leuten wieder unterwegs, weil der andere nicht mehr fährt. Ganz einfach. Das heißt, S-Bahn Sonnenhausen läuft jetzt besser. Wer weiß, wie gut, weiß ich nicht, muss man dann sehen. Schauen wir mal. Das hier ist Sonnenhausen Lauter. Der fährt zum Hirschweg, das ist immer noch ein Problem. Er macht gerade miese, wird aber gleich Plus machen, wenn er am Bahnhof ist. Würde ich sagen. Er kommt gerade unten an. 24 und 27. Da können wir natürlich auch verkleinern, nur den Triebwagen nehmen, wenn es denn sein muss, ne? Das muss man mal angucken dann noch. Er fährt mit 28 zurück. Hat erstmal Geld gemacht. Sonnenwendgasse können wir mal schließen. Das brauchen wir jetzt nicht. Und das war jetzt hier die Hirschstraße, ne? Da sind natürlich noch reichlich unterwegs, die zum Rosenweg wollen. Also zurück fährt er jetzt immer voll hier wahrscheinlich, ne? Da steht der. Der könnte da lang, ne? Müssen wir mal gucken, dass wir den da überholen lassen. Während der Bahnbetrieb daneben hergeht. Er ist nämlich voll wieder. Lass uns das mal gerade mit dem hier unten machen. Dann kann der während der Fahrt überholen, ne? Gleise sind hier. 120 sind da. Sollte so funktionieren. Signal. Läuft so, oder? Ist erstmal gut. So.
Er ist jetzt mit 13 auf dem Rückweg, er ist mit 17 unterwegs, wird immer schlechter. Hier haben wir jetzt die Hirschstraße, die noch reichlich Passagiere in die eine Richtung hat. Mittelgebirgs, das ist also Postgeschichte. Und er fährt jetzt wohl wieder zurück, ne? Also er wird hier definitiv seine Zahlen erstmal noch so lange hier, die groß sind, auch behalten. Und hier unten den müssen wir auf Dauer gucken, ob wir da einen abkoppeln. Beim Schweinetaxi, ne? Weil der fährt ja jetzt 17 und gleich kriegt er wieder so ein paar nur dazu. 29. Wäre dann zu überlegen, dass er gleich einmal das Depot anfährt und dann da einen abgekoppelt kriegt. Gut. Der hat 39 in die andere Richtung. Das geht. Hier oben, das ist jetzt der Kindergarten. Ne, ist er gar nicht. Das ist noch der... Wo ist denn der? Ah, der fährt jetzt da zurück. Ah, da können wir nicht Laden machen, weil er alle nach Rosenweg abliefert. Dann kriegen wir das noch hin. Und wenn er gleich da ist, kann er ins Depot, ne? Dann ist der da auch runter. Da sollten ja jetzt keine Fahrgäste mehr drinnen sein. Alle weg. So, der fährt zum Depot, alles ist gut. Den können wir dann auch schließen. Er wartet auf Einfahrt. Er tuckert hinter dem da hinterher, oder wie ist das? Nee. Ist das so? Doch, er tuckert da hinterher. Hier haben wir eine Schwachstelle noch hier. Müssten wir mal überlegen, dass wir das nächstes Mal aufbauen, oder? So. Die fahren erstmal. Er wartet, bis der raus ist, ist klar. Aber er fährt ja selber hier auch hin. Hat auch Leute dafür. Und dann hat er bestimmt für Lauter auch noch welche, oder? Die wird da zusteigen. Ich glaube, der bleibt voll, ne? Oder? Ja. Mal Sonnenwindgasse. Ist die Frage, ob er hier an der darf er ja nicht, weil da das falsche Signal steht. Er wird warten, bis der weg ist. Okay. Er ist wieder voll. Er hat da unten mal gerade 15 und fährt gerade die besten Miese ein. Da haben wir nicht aufgepasst, den hätten wir nämlich gleich eben noch ins Depot fahren lassen können. Ja. Jetzt fährt er auch rein, der hält den Großen auch ziemlich lange auf. Mit seinen 14. Jetzt machen wir mal nicht laden. Und lass mal schneller laufen. Kommt da gleich an und dann fährt er zum Depot einmal. Da legen wir einen Hänger da raus. Und dann fährt er nur mit dem Triebwagen. So, dann das Depot auf. Der kann weg. Sag jetzt nicht, der andere war so schnell da, dass ich den gerade schon auch rausgekickt habe. Ist keiner da, okay. Der muss rein und recht den Fahrplan. Sonderhausen Lauter, Sonderhausen Foto, nee. Lauter.
Sondershausen, doch, das müsste es sein. Und startet. Wartet auf freie Fahrt und ist da. Er braucht jetzt nur noch 52 Pagier. Ist aber gerade durchgefahren, das heißt, fahr du mal wieder dahin. Das wäre Blödsinn, wenn du jetzt nach da hinten fährst. Ich hoffe, da steigen welche ein. Wir sind nicht gerade nicht alle abgehauen, ne? Ja, das passt. Dies können wir gerade schließen. Und machen wir gerade schneller. Jetzt muss er gerade warten, bis die alle raus sind. Und wie viel hat er drin? 15. Vielleicht fährt er dann irgendwann ins Plus. Steckt fest. Das ist schlecht. Das sieht ganz schlecht aus gerade. Fahren wir wieder in den Bahnhof rein. Vielleicht klappt es dann mit dem Blockiert hier, dass das entschlüsselt wird. Ja. Könnte jetzt wieder funktionieren, ne? Gedacht, ne? Fahr mal da wieder hin. Und fahr mal du auch wieder in den Bahnhof gerade nochmal rein. Dann geht das auch. Und da kommt schon der nächste und der blockiert uns das gleich alle. Ja, das war jetzt nicht so der Bringer. Aber ich glaube, er könnte jetzt hier wegfahren, oder? Wenn der da weg ist. Ja. Oh nein, jetzt fährt der da auch noch rein. Du glaubst es doch nicht, oder? Du fährst auch wieder da lang. Und du darfst abermals wieder in den Bahnhof reinfahren. Sonst klappt das hier sowieso nicht. So, jetzt sollte es aber funktionieren, dass die gleich da alle weg sind. Müssen wir nächstes Mal gucken, dass wir das hier vielleicht verbessern. Gut, dann sind wir aber erstmal durch. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr der Folge was abgewinnen könnt, gebt einen Daumen hoch. Falls euch... ne? Sag schon. Ja, mein Kanal gefällt, dann macht ein Abo. Und die Glocke an. Wenn ihr die Glocke anmacht, dann gibt's ein Dingens. Wie heißt es? Eine Info darüber, wenn ich das nächste Video hochlade. Warum fährt der jetzt nicht weiter? Bitteschön. Mach so. Und Kommentare gerne rein. Dann kann ich gucken, dass hier was besser wird oder schlechter wird. Wenn er die richtigen Kommentare macht, dann wird es auch schlechter. Nein, Quatsch, aber schreibt mal was rein. Okay, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Alles klar, tschüss.